Herzlich willkommen zu diesem Video über Herzintelligenz, ein ganz wichtiges Thema, ein sehr schönes Thema. Und dieser erste kleine Video wird eine Einführung sein, was ist Herzintelligenz und was ist Herzkohärenz und warum ist das so wichtig. Und die anderen Videos werden praktische Übungen sein, Anleitung für praktische Übungen, wie man ganz aktiv Herzintelligenz ansprechen kann, aktivieren, verstärken kann und eine Herzkohärenz herstellen kann. Und das ist sehr, sehr heilsam für Körper, Geist und Seele. Das werden wir dann hoffentlich nach diesem Video klarer haben. Dieses Video geht um Herzintelligenz. Was ist Herzintelligenz und was ist Herzkohärenz und warum ist das so wichtig? Welche Rolle spielt es für interne Kommunikation, also Kommunikation intern im System und aber auch die Kommunikation mit außen, also Wirkung auf andere, Ausstrahlung und auch tatsächlich Realitätsgestaltung und Intuition. Das Wort Herzintelligenz stammt vom Institut für Heart Math, Institut für Herzmathematik wäre jetzt eine Übersetzung, die in den USA schon seit über 20 Jahren Herzintelligenz wissenschaftlich untersuchen. Also wirklich gucken, was macht das Herz genau, welche Funktion hat es, außer es pumpt Blut, klar. Die untersuchen aber wissenschaftlich auch sehr, wissenschaftlich sehr sauber, was das Herz genau macht, welche Intelligenzformen und Arten das Herz einfach hat. Und welche Funktion und Rolle diese Herzintelligenz für den Organismus spielt und auch in der Kommunikation mit außen. Und sie haben ganz spannende Untersuchungsergebnisse, die können Sie auch nachlesen. Also die haben sehr gute, sehr viele Bücher und sehr gute Studien auch darüber. Ich werde Ihnen jetzt kurz eine Zusammenfassung geben, was das Herz genau macht, was Herzintelligenz und Herzkohärenz ist. Und dann werden wir uns anschauen, eben, wie man dorthin kommt. Herzintelligenz, sagt schon der Name, heißt, dass das Herz ein eigenes Nervensystem hat, eine Art eigenes Gehirn ist oder hat. Wir haben drei Gehirne. Wir haben einmal das Kopfgehirn, das wir kennen, dann haben wir das Herzgehirn und das Bauch- oder Intestinalgehirn. Also Darm, Bauch, die ganzen Intestinalen, die ganzen Verdauungsorgane. Wir haben ein eigenes Nervensystem mit einem eigenen Gedächtnis und einer eigenen Art, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir denken immer nur, alles geht über das Gehirn, aber Institut für Heart Math hat eine ganz interessante Studie gemacht, aus der klar geworden ist, dass das Herz Informationen als erstes bekommt. Das heißt, dass Informationen über das Herzgehirn als erstes verarbeitet werden und dann erst ans Gehirn und ins Nervensystem weitergegeben werden. Das heißt, das Herz bekommt Informationen als erstes. Und interessante zweite Studie, was ich sehr, sehr spannend fand, interessanter zweiter Aspekt dieser Studie, das Herz hat Ereignisse vorausgewusst, bis zu 8 Sekunden, bevor sie passiert sind. Das ist eine sehr spannende Sache, weil im Herzgehirn eben auch die Verbindung zur Intuition und auch aus meiner Sicht Verbindung zum Quantenfeld besteht, also zu diesem wissenden Feld, in dem wir uns bewegen. Und hier ist eher Intellekt angesiedelt, vor allem der linken Gehirnhälfte, und hier ist tatsächlich offensichtlich eher Intuition, Präkognition und so weiter angesiedelt. Also all diese Dinge, die in den eher spirituellen, intuitiven Bereich gehen. Aber wie der Name schon sagt, die Herzintelligenz ist eine sehr, sehr klare Intelligenz. Das hat nichts mit süßlich und kitschig und sentimental zu tun, sondern die Herzintelligenz ist eine extrem klare, hilfreiche, kluge Intelligenz. Und der zweite Punkt ist, außer dieser Intuitionsförderung, wenn wir mehr die Herzintelligenz aktivieren, die normalerweise kaum aktiviert ist bei uns, normalerweise ist vor allem Verstandesintelligenz sehr aktiv, Herzintelligenz kaum. Also zum einen stärkt das die Intuition sehr, sehr stark, also die Fähigkeit, Ereignisse auch durchaus vorauszuwissen, kurze Zeit vorher. Auch intuitives Wissen, also dieses Ganzkörperwissen, dass wir einfach wissen, etwas ist richtig oder etwas ist falsch, mach es oder lass es und dann nicht dieses Jahr vielleicht, aber doch und so weiter, was wir ja oft, wenn wir Verstandesentscheidungen treffen, dann haben wir ja oft, sind im Prinzip vorher, wenn wir unsere Liste mit dem Pro und Contra gemacht haben, genauso schlau wie vorher und immer noch unsicher. Herzintelligenz ist eine sehr klare Intelligenz. Wenn Sie mit dem Herzen oder mit der Herzintelligenz wissen, ja oder nein, ist es ein Ja und ein Nein. Und es gibt auch kein Nachtarocken oder auch keine Zweifel, sondern es ist ein sehr, sehr klares, ich nenne es Ganzkörperwissen, also ganz Systemwissen im Prinzip. Das ist das eine, also es fördert die Intuition sehr stark. Zum Zweiten fördert es die ganzen Prozesse innerhalb meines Organismus. Herzkohärenz, also kohärente Herzmuster machen, dass alle anderen Untersysteme im Körper, Gehirn,
Stoffwechsel und so weiter wieder in Takt kommen. Also alle wie Pendeluhren den gleichen Takt geben. Das Herz ist der stärkste Taktgeber im Körper, also auch elektromagnetisch der stärkste Taktgeber. Und wenn das Herz aus dem Tritt kommt, kommen alle anderen Untersysteme aus dem Tritt. Das heißt, die Kommunikation bricht ab. Für mich sind Krankheiten meistens ein Abbruch von Kommunikation und eine Fehlkommunikation zwischen verschiedenen Untersystemen. Schilddrüse zum Beispiel weiß dann nicht mehr, was die Hypophyse möchte. Herz gibt an das Gehirn inkohärente Signale, also unharmonische und unsynchrone Signale. Zweitens, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass das Herz kohärent ist, also in sich kohärent ist, weil alle anderen Systeme im Körper sich diesem kohärenten oder inkohärenten Rhythmus anpassen. Ein inkohärenter Herzrhythmus macht, dass alle anderen Systeme aus dem Tritt geraten. Zuerst gerät das Herz aus dem Tritt und dann alle anderen Untersysteme. Einer der Hauptpunkte oder Hauptfaktoren, die ein Herz inkohärent machen oder den Herzrhythmus inkohärent machen, sind in Anführungszeichen negative Emotionen, also Emotionen, die mein System stressen. Wut, Angst, Einschränkung, Groll, Apathie, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und so weiter. All das sind Emotionen, die das Herz in sich aus dem Tritt bringen, also inkohärent machen, Herzrhythmus inkohärent machen und dann nach und nach eben alle anderen Systeme aus dem Tritt bringen. Das heißt nicht, dass man nicht mal wütend sein darf, dass das nicht sehr gesund sein kann. Wir sprechen von permanenten Emotionen, von latenten, dauerhaften Grundeinstellungen. Also wenn Sie immer wütend sind oder leicht wütend oder immer stark gestresst sind, dann gerät das Herz permanent aus dem Tritt, also wird permanent inkohärent und alle anderen Systeme werden eben auch dann permanent inkohärent. Und das Institut für Herzmedizin hat untersucht, dass es Plus-Emotionen und Minus-Emotionen gibt oder hat es zumindest so benannt. Es ist relativ menschennormale Lebenserfahrung. Plus-Emotionen sind Liebe, Wertschätzung, Freundlichkeit, Dankbarkeit, Mitgefühl vor allem, also eigentlich all das, was alle großen Philosophien eben auch als Werte oder Tugenden haben. Und Minus-Emotionen sind Stress, Groll, Angst, Verzweiflung, Apathie und so weiter. Die machen nicht nur biochemisch was. Jede Emotion wird ja sofort biochemisch kodiert oder biochemisch kodiert und dann eben an alle Zellen oder an das ganze System weitergeleitet, sondern auch eben bioelektrisch, also ein elektrisches Feld. Und Institut für Herzmedizin hat untersucht, dass negative Emotionen eine geringere Herzfrequenz haben, also Herz mit TZ, als Einheit für Schwingung, für Amplitude und für Geschwindigkeit. Positive Emotionen dagegen haben eine sehr viel höhere Herzfrequenz. Also biochemisch anders, elektromagnetisch anders und sie wirken aufs Herz anders. Institut für Herzmedizin hat festgestellt, dass 5 Minuten Freundlichkeit, Liebe und so weiter bewusst aufgerufen für 8 Stunden im Blut den DHEA-Spiegel erhöhen, das ist unser Anti-Aging-Hormon, und Cortisol- und Adrenalinspiegel erniedrigen, also Stressanzeiger. 5 Minuten Wut machen genau das Gegenteil. DHEA-Spiegel erniedrigt, verniedrigt sich stark und Cortisol- und Adrenalinspiegel steigt stark. Und das ist auf Dauer nicht gut für die Gefäße, gerade Cortisol. 5 Minuten haben 8 Stunden Wirkung. Und das gibt uns einfach auch die Chance zu sagen, okay, auch wenn ich ein stressiges Leben habe, stressige Lebensumstände, da können wir manchmal nicht so arg viel dran machen im Moment. Aber was ich immer machen kann, ich kann dafür sorgen, dass intern, also diese innere Landschaft, für die ich hundertprozentig zuständig bin und verantwortlich bin, ein anderes Lied spielt. Also die innere Landschaft hell ist, auch wenn die äußere Landschaft manchmal dunkel ist. Ich kann 5 Minuten am Tag mich auf die Herzübung konzentrieren, Übung der Herzintelligenz machen und sorge dann dafür, dass trotz stressiger Umstände einfach das Herz kohärent ist und bleibt. Und dadurch alle Untersysteme wieder in den Tritt kommen oder nicht aus dem Tritt geraten und dadurch natürlich viel, viel besser kommunizieren und funktionieren. Unser System funktioniert dann am besten, wenn wir einen hohen Grad an Kohärenz, also an Ordnung, an geordnet sein haben im System. Gesundheit und Wohlbefinden ist ein hoher Grad an Kohärenz. Krankheit und Unwohlbefinden ist ein sehr niedriger Grad an Kohärenz, wenn eben alle Systeme aus dem Takt geraten und alle völlig isoliert sind und sich nicht miteinander austauschen können und dadurch natürlich wirklich auch aus dieser Gesamtintelligenz rausfallen. Und dann fangen eben viele Systeme an, das merken wir dann in Form von körperlichen Beschwerden. Es gibt einfache Übungen, die ich in den anderen Videos gleich zeigen werde, wie man gezielt Herzintelligenz aktivieren und Herzkohärenz herstellen kann.
Das sind ganz einfache Übungen, die man überall machen kann, wo man keinen meditativen Zustand braucht, sondern womit man einfach nur eine Aufmerksamkeitsverlagerung braucht, vom Kopf auf den Brust-Herz-Bereich. Ich werde Ihnen das zeigen. Es gibt, wie gesagt, sehr viele gute Bücher über Herzintelligenz. Meins ist hier unten, aber es gibt auch viele andere gute Bücher darüber. Und es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was Gesundheit und Wohlbefinden anbelangt. Und es liegt in Ihrer Hand. Sie können da ganz viel selber dran machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den Übungen zur Herzintelligenz und Herzkohärenz.